verlassen haben, wäre das recht günstig gemacht. Und es gibt keine heimische Firma. Es gibt keine heimische Firma, die das machen könnte. Stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den Auftrag für den Austausch bzw. die Sanierung der Müllinsel, Beschaffung des Materials an die Firma Sturm Groß St. Florian vergeben. Die Kosten für die in naher Zukunft anstehenden Sanierungen belaufen sich auf ca. 12.000 Euro brutto. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltungen. Danke, ist einstimmig aufgenommen. Es handelt sich um die Müllinsel Bienengasse, Dorfstraße, Eichengasse, Blumengasse, Traten, der Qualgasse. Tagesordnungspunkt 12. Punkt 12. Prokuratisierung des Liebhochbaches, die Auftragsvergabe über die Bauaufsicht an Frau Dr. Renate Silveni. Gibt es dazu Fragen oder Fragen Antrag gestellt? Ist das doch bitte? Diese ökologische Baubegabe. Die ist immer. Brauchen wir das also als Konflikt? Ja, stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den Aufschlag für die ökologische Bauaufsicht, Baubegleitung für die Ökologisierung des Liebhochbaches, Liebhochbachbrücke B70 bis GKW-Brücke in der Höhe von 14.646 in der Münsterstreife, Angebot vom 19.08.2019 an Frau Dr. Renate Sinkredis und die St. Johann vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte Zeit für Zustimmung. Gegenstimmen? Nein. Enthaltungen? Danke. Einstimmig? Angenommen. Wie kommt sie da her? Asphaltierung im Straußbeet neu. Das war jetzt einstimmig. Das war einstimmig, ja. 13. Asphaltierung Straußbeet neu, Terminverschiebung auf 22. Das hat den Hintergrund, dass wir eben die vorher beschlossene Sportplatzbrücke heuer bauen müssen, weil sonst eben Landwirte, Energie, Steiermark und alle nicht mehr drüber kommen. Und deswegen haben wir den dort seinerzeit für 2018 schon beschlossenen Straßenneubau auch für den Anrainer, der ja darum gebeten hat, dass diese aus, sagen wir, beschlossene Straße und vereinbarte Straße, die ja Vertragsbestandteil war, der vom Gemeinderat beschlossen war, für 2020 fix beschließen, weil ja nächstes Jahr Wahlen stattfinden. Damit es ein bisschen Rechtssicherheit für die Erfüllung unseres seinerzeit beschlossenen Vertrages gibt. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat, mir geht es um die Bürger, der Gemeinderat möge die Aufnahme der Asphaltierung des Strauchweges neu als fixe Position in den Vorschlag 2020 beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, einstimmig. 14. Durchführung von Auftragsvergaben durch das Land Steiermark, Sanierung keiner Straße. Wir hatten das schon einmal in dem Straßenprojekt entlang der Autobahn mit dem Radweg. Da geht es nur darum, dass das Land Steiermark dort alles abrechnet und wir nur und alles prüft auch und wir das bezahlen. Das ist eine Arbeitsvereinfachung für die Gemeindeverwaltung. Und deswegen stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen. Das Gründen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überträgt die Marktführung. In Angelegenheiten des Wegebaus, die Durchführung der Auftragsvergabe von der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung sowie die damit verbundene Bauabwicklung im Zusammenhang mit dem Projekt Sanierung Kreinerstraße im Land Steiermark, Amt der Steirischen Landesregierung, Abteilung 7, Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau, Reparat, Bauausführung, ländlicher Wegebau, wer damit einverstanden ist. Ihre Frage, wann ist Baubeginn? Nächstes Jahr, ich kann das nicht genau sagen, aber nächstes Jahr. Heuer machen wir noch die Brückeverbreiterung bei der Eisenbahnkreuzung, weil es notwendig ist für die Sicherung. Und nächstes Jahr wird die umgesetzt. Nächstes Jahr? Ja, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke, einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15. Förderung des Ecoturbino. Das ist eine Geschichte, das da entstanden ist. Das ist sowas, was man Wassersport, das ist jetzt eine Auflage. Zum Ausprobieren liegt es dann immer, glaube ich, von dem, was er irgendwer geholt hat. Und da ist jetzt noch die Bitte gekommen im Vorstand, wo man das diskutiert, dass es nur über die heimische Firma Rotlos quasi vertrieben wird. Das heißt, die Bürger können sich mit einem 10%igen Rabatt, dadurch, dass es durch die Gemeinde beworben wird, gibt es die Firma um 10% billiger der Firma Rotlos. Und wenn der mit der Rechnung hereinkommt, weil wir in die Abwicklung unterhalten haben, wenn er mit der Rechnung hereinkommt ins Gemeindeamt, kriegt er nochmal 10% auf den Kaufpreis zurück. Wobei mein Vorschlag dann von uns, weil das ja eine wassersparende Maßnahme ist und somit wieder eine Umweltmaßnahme. Von mir aus können wir auch, das Ganze kostet 57 Euro auf 60, glaube ich. Das 56 Euro 70. Das schraubst du zwischen den Dusch
Schlauch und dem, wo das Wasser rauskommt, rein. Und dadurch wird dann Luft angesaugt, die Wassertropfen werden vergrößert und du hast beim gleichen Duscherlebnis einen geringeren Wasserverbrauch. Ich habe es daheim getestet bei mir, und zwar nicht beim Duschen, sondern mit dem Wasserschlauch in einem Messbecher. Und ich habe wirklich knapp ein Viertel weniger Wasser im gleichen Zeitraum von 10 Sekunden und habe dort mitgestoppt, Kopf, als bevor ich es eingeschafft habe. Ja. Und das steht nur beim Wasser, nicht bei anderen Wasserheimen. Es geht bei jedem, es ist nur die, da ist eine Turbine drinnen, nicht? Und durch die Kavitation, durch die Querung der Turbine, nicht? Entsteht ja. Einfach nur eine Luft drinnen, nicht? Die quasi den Wassertropfen aufbläst und du hast am Körper das gleiche Feeling, wie wenn du einen vollen Wasserstrahl hast. Nicht? Nur für einen normalen Wasserhahn, den ich sagen, nicht, da reicht ein normaler Sparbelator. Weil da ist ja egal, nicht, da brauchst du kein Feeling dafür. Ne? Das ist ein Umweltgedanke und er hat gesagt, er als Firma lässt 10% nach beim Preis, wenn die Gemeinde etwas auftut. Somit haben wir eine 20%ige Förderung für den Bürger, damit er was tut gegen den Wasserverbrauch. Oder für weniger Wasserverbrauch? Das ist eigentlich der Stromverbrauch vom Heißwasser, dass du dann weniger brauchst. Heißwasser. In Wirklichkeit ist das ein Angebot der Firma gewesen, die ich kann es dem Gemeinderat vorstellen. Der Wunsch war aber auch, dass das auf ein Jahr beschränkt ist von Josef. Ich glaube, das ist ein Heiminteresse, dass wir es einmal testen. Ich weiß ja gar nicht, wie sehr das angenommen ist. Es würde dann einen Artikel geben in den nächsten Liberer Nachrichten oder ein Flugblatt, wo diese Aktion beworben wird. Das heißt, die Firma geht von ihrem Preis 10% over, das ist, weil die Gemeinde auch 10%. Ist das nicht ein bisschen unüblich? Ich weiß nicht, ob wir das Vergangenheit jemals hatten, dass man ein konkretes Produkt von der Gemeinde zahlen, im Wort zu dem Produkt 10% dazu. Das wäre nochmal 10% runtergeht, ist nett. Aber das haben wir schon gehabt, eben wie das gleiche Beispiel mit der Alarmanlage. Aber ist das dann nicht, das ist aber nicht schon ein konkretes Produkt, sondern ein Ding. Ist es da konkret wirklich um eine Firma oder wieder Firma? Für die Firma, ich wollte das dazu zahlen. Ja. Ist da nicht ein Patent drauf? Vielleicht gibt es nur das eine. Also ich habe sonst nichts Vergleichbares gefunden. Naja, die Firma. Entstanden ist das Ganze, weil die Firma mein Friday for Future. Die Wassersparen Duschgel findest du um 3-4 Euro irgendwo. Nur die sagen halt, dass das die einzige Firma ist, die den gleichen Komfort hat. Aber du wolltest nur für ein bisschen einen Schmäh gerade im Wald sagen. Deswegen habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, hineingeschrieben an alle Fraktionsführer, dass dieses Ding vor dem Bürgerservice abzuholen und zu testen wäre. Auch wenn das beste Produkt überhaupt ist und es ein super Patent drauf ist, es ist ein bisschen unüblich, dass wir als Gemeinde und als Verkaufsförderung, und das ist nichts anderes als eine Verkaufsförderung für ihn, weil das Subvention für ihn, für dieses Produkt, dass wir das betreiben. Also, aber das eine super Geschichte ist, das ist ein bisschen unüblich, weil die Ersparnis ist ja eh für den Bürger. Wenn das Ding super ist, dann soll das man selber kaufen. Warum ist das als Gemeinde? Vielleicht wenn kann man eine Obergrenze machen, Bernhard, eine Obergrenze, ich denke es mir nur einen Schritt weiter. Es gibt ein anderes super Produkt, was zum Beispiel Strom spart. Das ist genau wie das super Patent drauf. Da kommt der nächste, tun wir wieder 10%. Geht nur zu bedenken. Auf einer höheren Ebene, auf Landes- oder Bundes- oder auf europäischer Ebene, wäre so eine Maßnahme illegal. Aus gutem Grund. Wäre es einfach. Weil es eine konkrete Störung ist, ich weiß schon, wir dürfen das als Gemeinde, das ist okay. Aber es gibt einen Grund, warum es illegal ist, weil es in Wahrheit Tür und Tor aufmacht, dass ich mit Steuergeld konkrete Produkte fördere, nur weil jemand einen guten Draht hat. Ich unterstelle da nichts, das mag wirklich eine gute Sache sein, aber es öffnet Tür und Tor, dass man das machen könnte. Und ich glaube, dass man prinzipiell dagegen sein sollte, mit Steuergeld kein konkretes Produkt zu fördern. Aber das Ding voll super ist. Ja. Es ist also das Ziel ist ja, Strom zu sparen. Das ist doch immer Interesse als Bürger. Ja, das ist spitze, weil du brauchst nicht so viel Heißwasser. Die Sache war, wenn man das Ziel der Steuergemeinderäte hat, das vernünftig beschließen kann. Bei jedem Ding darüber nachdenken, ob es 10 Wochen oder so ist. Geschichte, ich erzähle jetzt ganz, wie es war. Ich habe diese angefangen, früher wegen meiner Kinder, um aufzuzeigen, was wir alle für den Klima- und Umweltschutz durch diese komischen Videos zu machen jeden Freitag. Mit der Mara sage ich immer Freaky Friday, statt der Fridays for Future. Und diese Firma aus Oberösterreich hat eins meiner Videos gesehen, daraufhin haben sie mich eigentlich zuerst eingeladen, und ich glaube, das ist ein ziemlich
weiter weg nach Oberösterreich. Dann ist aber der Vertreter dieser Firma da in der Gegend unterwegs gewesen und ist vorbeigekommen und sagt, dieses Modell haben sie schon mit anderen Gemeinden gemacht. Und er bietet an, dass wenn die Gemeinde quasi 10% fördert, weil wir ja dann Interesse an das, also Umweltschutzmaßnahme an die Bevölkerung bringen, dann fördert er es auch mit 10%. Somit ist es für den Endkunden 20% billiger und sowohl die Firma wie die Gemeinde geben 10% dazu. Das war ein Vorschlag. Minus 9%. Das hat er schon 10%. Nein, da kommt es noch weg. Sein Ja. Und dazu ist Liebhoff im Moment zu klein. Bei größeren Bauprojekten wäre ich das vorschlagen, wie zum Beispiel beim Sportplatzprojekt. Das schaut so aus, dass im Abwasserrohr unterhalb drinnen eine Scheibe ist und dort geht dann ein Wärmetauscher hin und her. Da kannst du ganz viel Abwasser aus dem Abwasser Wärme gewinnen, das du mit geringer Stromleistung aufheizt und das nur der Zulauf muss gleich sein. Das heißt, wenn dort 100 oder 200 Wohnungen sind, die alle durch Areal weggehen, dann hast du einen ständigen Abfluss. Und dann zahlt sich das aus. Da gibt es auch genaue Berechnungen. Ich habe gesagt, wir schauen uns das im ABV auch an, aber es schaut so aus, als würde es sich für uns noch nicht ausgehen bei dieser Durchflussmenge. Und das Bauern hat dann zufällig dieses Produkt mitgebracht, hat es mir gesagt, und hat dann gesagt, das wäre ein Vorschlag. Das, so viel zu der Geschichte. Ich, wenn man Wasser sparen kann, gibt es da andere Meinungen dazu? Wie steht die SPÖ dazu? Ich bin persönlich beim Herrn Lohr. Okay. Das ist auch eine günstige Marketing. Ich persönlich. Wir haben das Thema ja früher auch mit der Wärmepumpe, da haben wir auch ein spezielles, also mit der Umweltpumpe, da haben wir auch noch ein spezielles Produkt, ne, Förder. Wir haben eigentlich überall noch ein spezielles Produkt dafür. Ne? Es gibt keine generelle Förderung drüber. Also ich werde es kaufen. Ich habe drei Kinder. Das zahlt sich aus, wenn der letzte dann auch noch ein bisschen ein Hasswasser hat. Und ich brauche keine Förderung. Vierköpfige Familie sparen bis zu 240 Euro pro Jahr. Ja. An Wasserenergie. Also ganz schön hat er gewonnen, oder wie? Das Produkt kann bei der Firma Bodenlos gekauft werden, die gleichzeitig die von der Rabma gewährten 10% Rabatt weitergibt und die 10% Rabatt der Gemeinde werden den Bürgerservice und der Vorlage der Rechnung ausbezahlt. Diese Aktion ist vorerst auf ein Jahr beschränkt, vom 1.10.2019 bis 30.09.2020. Ich hätte dazu nur eine allgemeine Frage, wie unsere Linie dazu, also mir geht es rein um das Prinzip dahinter. Wenn jetzt in Zukunft andere Leitmittelprodukte herkommen, die sicher auch super sind, wenn ich mir überzeugt, dass das ein schlechtes Produkt ist, aber auch Produkte, die Energieersparnis und so weiter bringen, werden wir die dann alle in dieser Art und Weise behandeln? Oder hören wir dann auf damit, wenn es Fülle werden, oder je nachdem, wie wir uns gerade viel fühlen. In Wahrheit ist es ein Eingriff in einen Markt, wo sagt, haben wir das als gemeinnützig, was ist unsere Linie dazu? Nur wenn uns wer schreibt, tun wir es dann? Entschuldigung, oder nur wenn wir ein gutes Marketing haben? Ich glaube, die Linie ist folgende, und zwar, dass man Vorbild sein möchte. Ich glaube, dass man in ein paar Jahren schon auf diesen Zug also mitfährt, dass man da. Aber da kann ich auch fangen in den öffentlichen Einrichtungen. Veranstaltungshalle, den Duschen, das einzubauen, brauche ich weniger. Oder in den, weiß ich nicht,
Das wäre richtig, Anschaffung durch die Gemeinde, aber nicht. Genau, nicht dann auch als Vorbildwirkung für andere, nicht? Um das Produkt zu bewerben. Das, ja, das ist eine Marketingstrategie. Aber das zu fördern, aber ich würde, also ich sage, in dem Fall macht es für mich Sinn, sonst hätte ich es euch nicht vorgestellt. Ich wäre in Zukunft einfach im Vorstand einmal, und der Vorstand hat diesmal nicht gesagt, das ist komplett ausgeschlossen, sonst hätte ich was gerade in den Gemeinderat gebracht. Ich habe gesagt, wir werden das. Anlassfall, sollte wieder sowas kommen, werden wir wieder die Gremien damit behandeln. Man könnte auch vorher das, wenn es nicht so klar ist wie da, eindeutige Geschichte vorher im Umweltausschuss behandeln, dass man das wirklich von Einzelfall zu Einzelfall, für das haben wir im Gemeinderat behandelt. Ja, wir sollten schon ein Prinzip dahinter haben, wann greifen wir, dieser ganz klare Markteingriff, wir sagen, wir fördern ein Produkt gegenüber einem anderen, da sollte man schon irgendein Grundprinzip haben und nicht nur, heute wohl was nicht. Ne? Also ja, das Prinzip ist so selten, also, wenn wir es für sinnvoll erachten, für die Ordnung, für die Bevölkerung, dann können wir es entscheiden. Wenn wir sagen, das macht keinen Sinn, und macht man nicht. Es gibt einen Grund, warum zum Beispiel der Landtag könnte sowas nicht beschließen oder so einfach nicht warum. Da sitzen auch nur Leute. Eine auch schon konkrete Produktförderung. Es gibt einen Grund, dass es andere Gremien, dass denen das sogar verboten ist. Da sitzen auch nur Leute. Und ich glaube, dass wir das kennen. Und wir sollten uns schon bewusst sein, wo tun wir sowas nicht. Und nicht, weil jemand gute Connections so leid ist, wenn jemand verbindet, dann fördern wir es aber nicht. Ich glaube, dass wir eine Grundlinie haben sollten. Es geht da nicht um Konvergenz, das ist das große Problem, nicht. Aber es ist ein Prinzip in Frage. Wir fördern hier konkret eine Firma, das bedeutet, wir benachteiligen damit alle Konkurrenten von ihm. Und die haben da jetzt keine Stimme, die sind uns jetzt gerade wurscht. Das ist meines Erachtens wirklich fair, alles nur noch ein Problem.